Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zum Gin Tasting. Ich bin der Karl und bin heute zu Gast bei der bayerischen Gin Verkostung beim Thomas und beim Jörg von Omox. Und ich habe uns etwas ganz Besonderes mitgebracht: einen Raritas Juniper. Sieht schon mal interessant aus, zumindest. Haben die beiden bis gerade eben nicht gewusst. Mhm. Was ist das Besondere dran? Der kommt von Landenhammer, aber das ist eine Mischung aus Bavarka Gin, dem Granit von Penninger und dem Seduc aus München. Ach du Scheiße. Oh, okay. Ja, also quasi, und diese Gin-Dreifaltigkeit wird in einem Sauternes-Fass 8 Monate eingelagert. Und das ergibt dann diese goldgelbe Farbe. Was ist ein Sauternes Fass? Das ist ein spezielles Süßwein, ne? Hoppala. Ja. Jetzt habe ich eingeschenkt wie Süßwein, ja so. Du meinst gut mit uns. Das ist bei den großen Gläsern schenken heute gescheit ein, ne? Ja, bei Omox gibt es einfach richtig was. Genau. Ui. Es gibt auch nur 5.115 Flaschen davon. 5.115? Also, ja, also eine richtige Rarität. Na gut. Ich sag mal, der Wacholder ist durchaus reduziert. Aber man riecht, dass es aus dem Fass kommt. Also das hat... Ja, dann. Cheers, ich habe mal wieder getrunken. Wieder zweilig. Ja. Der brennt, ja. Schmeckt leicht süß, fruchtig, ja. Ja. Brennt aber dann noch weiter, brennt das Süße weg. Also, ich glaube, da haut der Granit durch. Ja, der Wacholder ist aber weg. Und es ist was Bäriges drin. Was Bäriges, was Fruchtiges. Ja. Ja, aber hat schon ordentlich Alkohol für Alkohol heute, Karl. Was meinst du? Ich habe es mal aufgeschrieben. Er steht auf der Flasche. 46, also ja, oh, ist okay. Geht schon. Kostet 45 Euro. Für so eine limitierte Abfüllung eigentlich gar nicht so schlecht. Nö, also. Also, Raritas Juniper, jo. Immer dann, wenn man ein bisschen Power dahinter sein soll. Genau. Na dann. Und wenn man ein bisschen was auf dem Fass haben möchte, ne? Und wenn ihr euch denkt, was da für Unruhe im Hintergrund ist, da sitzen noch mehr Leute beim Tasting und die dürfen den auch gleich probieren. Danke. Bis zum nächsten Mal.